Knechtebene. Konzentration. Du schaffst das. Okay. Dann vielleicht nicht so. Okay, also es gibt später definitiv Methoden, das einfacher zu lösen. Die gibt es definitiv, aber eben gerade... Oh! Aber eben gerade jetzt nicht. Eins von zwei Teilen Bogen gefunden. Was auch immer. Okay, das sieht aber aus, als wenn wir jetzt ein bisschen Ruhe haben, ne? Wäre ja mal ganz schön. So, zum Umschauen. Da ist ein brennendes Fass. Da stehen noch Pfeile, die wir nicht brauchen. Oh, und da gibt es auch noch eine andere Option für den Kram hier. Für diese Survival-Instinkte. Das hält ja jetzt quasi, du darfst dich ja nicht mal einen Moment bewegen. Das ist, finde ich, also nicht, dass es weltbewegend wäre, aber es ist halt doch ziemlich nervig. Und ich hatte gerade gehofft, dass man vielleicht hier von da aus hoch kann. Aber auch das... Oh, oder? Ist das eine kleine Kante, die man... Eine freie Kante? Nee. Will er nicht. Will sie nicht. Alles klar, dann gehen wir halt normal weiter, ne? Würde ich sagen. Oh. Nehme ich mit, ne? Wollen wir. Oh, und da habt ihr wieder was für euch? Ne, habt ihr nicht. Aber. Hier gibt es ja auch noch was. Außer der Ammo, bestimmt. Da haben wir einen Schrank. Bergungsgut. Bergungsgut quasi. Feuer. Ja, ich kille jetzt keine Tiere. Dieses, vor allem diese kleinen Drecksviecher, ne? Diese Ratten oder was das ist, ey. Hör bloß auf. Auch nix. Auch nix, auch nix. Was? So ein großer Raum nach dem Endkampf und dann nichts? Null? Nada? Ist ja fies. Oh. Den können wir von da hinten machen. Genau. Das ist doch schon mal gut. Machen wir auch. Zack. Hier noch vielleicht was? Nein. Ein paar Sachen können wir auch von selber sehen, logischerweise, aber... Waffenmunition verfügbar. Hatten wir vielleicht doch noch nicht. Das fühlt sich gerade so an, das, was ich eben gesagt habe, weil... ...288 für die paar Kämpfe ist, glaube ich, noch zu viel, wenn ich mich nicht irre. Funkturm entdeckt. Mhm, Lager, alles klar. Da können wir gleich ein bisschen was machen. Geh. Da ist das Lagerfeuer.
da ist der Funkturm. Da geht's aufwärts. Also ich habe hier wirklich, irgendwie ist das hier alles noch so ein bisschen... Da liegt auch nichts. Das ist echt nicht einfach hier zu finden, die Sachen. Muss ich mal so... Ah, da haben wir noch was. 17. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Ja. Und ein guter Psychiater wäre noch gut. So. Dann gehen wir doch hier mal ran. Fähigkeit hat noch nicht, hatten wir wie gesagt nur die Ausrüstung. Da wollten wir ja wahrscheinlich... Wahrscheinlich können wir ja gar nichts, ne? Wieder mal. 450. 300. Oh, ich drücke mal nicht... Ne, doch nicht. Ich drücke die richtigen Knöpfe, alles klar. 300, 200, 250. Die Schussfrequenz ist erstmal noch gar nicht so wichtig, das sieht man ja. Vielleicht, wenn die später die Gegner mal ein bisschen mehr drauf haben. Das war das Teil, wo wir herkamen? Ja, die Treppe, genau. Niemand will hohe Stürze, also lassen wir das. So. Da sind wir ja knapp am Ziel, ne? Auch hier müssen wir uns genau umgucken. Nicht, dass man denkt, oder gibt's nichts. Hier braucht man einfach nur klettern. Eventuell liegt hier auch noch was. Oh, danke. Okay, los geht's. Was sagst du so? Ich tackle einfach mal instinktiv die Knöpfe zum Festhalten. So, da haben wir doch schon mal eine Plattform. Erreicht eine weitere. Danke, ich würde eigentlich gerne... Da krass. Ich werde sterben. Ich wäre schon gestorben. Boah, das geht gar nicht. Oh. Sieht geil aus im Spiel. Ich, oh Gott, wäre das in meinem Traum oder in echt, das wäre. Ja. Ach du Scheiße, das sind ja noch Stufen. Alter. Puppe, sowas von Respekt. Alter Schwede. Lecco mio. Sag ich, ich muss hier irgendwas machen, das fehlt mir noch. Nee, braucht man nicht. Okay, super. Wow. Wow. Das Video könnte man hoch hinaus nennen, wa? Alex? Lara. Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Lügner. Okay. Kaplan, und warten Sie auf Antwort. Sie
haben das internationale... Mayday! Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja, Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Tja, was soll da noch schief gehen, wenn man das hier schon geschafft hat, ne? So, jetzt werdet ihr meine, nicht nur meine, auch die Lieblingsstelle von Lutschkow sehen. Ich will nur noch mal gerade hier rumgucken. Ich habe irgendwie hatte ich noch so im Urin, dass man hier oben irgendwie so ein Geocache findet, aber egal. Wäre auch abgefahren so mäßig. Ja, kann so sein. Oh! Alter Schwede. Kein Fehler. Make no mistake. Bin die Kamera wieder richtig. So, jetzt werdet ihr auf jeden Fall meine Lieblingsabseilung sehen. Ihr habt gesehen, wie hoch das ist, ne? Wir sind ja geklettert ohne Ende. Das ist die höchste Stelle, die wir hier in dem Spiel erreichen. Und jetzt, und ihr habt auch schon die ganz anderen Abseilungen gesehen, also mehrere, nicht nur die eine. Jetzt achtet darauf, wie lange die anderen gedauert haben und wie lange die dauert. Ja, und wäre unangespannt, also man bricht, würde sich ja eh schon die Handgelenke brechen, aber das ist das Ultimo an, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das Ultimo der Dinge, was sie hier gerade gemacht hat. Und beim nächsten Speicherpunkt werden wir es auch gut sein lassen, denn das zählt ja auch immer noch als die Location, kann das sein? Oh ja, stimmt. Also beide Dokumente, zwei Lager von zweien, Reliquien, Geocaches, Schatzkarten, alles klar. Gut, das beruhigt mich schon mal, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit, alles zu finden, soweit. Vielleicht gibt es hier sogar einen... Treibstofftanks. Ja, kann man machen, Treibstofftanks. Machen wir mal so. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Definitiv. Machen wir gleich Clara. Hi. Du auch? Warum nicht, ne? Sag mal, von nichts kommt nichts. So. Ihr könnt übrigens, falls wir das noch nicht geklärt hatten, könnt ihr die, sag schnell... Alle Gegenden, wo sich Tiere aufhalten, also die halten sich fast überall auf, die könnt ihr allesamt leerräumen. Also es wird euch immer wieder angezeigt, ihr habt alle Tiere in diesem Gebiet ausgerottet. So. Hier habe ich schon mal nichts gesehen. Da liegt eine Kiste Bier. Toll. Nix. Ich bin ein bisschen unruhig, wenn meine Videos über eine Stunde gehen. Ich hasse das fast. Kann man Geocache vielleicht auch auf Bäumen sehen oder sowas? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Gucken wir mal hier. Ich war eigentlich der Hoffnung, dass wir echt hier einen Geocache finden. So, aber das ist ja schon mal hier quasi, ist ja was. Also ich nehme an, Dokument werden wir hier wohl finden. Ah ne, hatten wir schon beide. Das wollte ich gar nicht.
Ah. Das ist es, was ich gesucht habe. So sollte es gehen. Jetzt können wir nämlich die Fackel, die können wir jetzt selbst entzünden. Das heißt, jetzt können wir den Abenteurer-Tempel machen, den wir freigeschaltet haben. Der eigentlich nur in der Super-Version Deluxe drin ist. Die ich nur für PS3 habe. Gut, und hier gibt es auch nichts weiteres, also schade drum, aber dann ist das halt so. So, tschüss. Fuck. Easy. Alto Belli. Ja, also die Hilfe kam eindeutig sehr schnell und war auch eindeutig sehr schnell im Arsch. Gott. Und ich hätte jetzt echt gerne ein Safe. Ein bisschen Angst. Ansonsten mache ich nämlich gleich mal, wenn wir hier durch sind, mache ich einen kleinen Cut. Und mache ein neues Video. War doch jetzt auch schon wieder nicht so gut, ne, oder? Ja, das war nicht so gut. Okay. Schade, das oben, da hätten wir bestimmt was gekriegt, ne? Boah. Vater, ey. Echt mal. Oh. Okay. Überlebt. Ja, ist ja schön, Alter. Bleib mal easy. Wichser. Okay. Umgucken. Wie mache ich... Ach ja, so. Jo, alles klar. Dann, ich weiß auch, wo es das nächste Lager gibt, Leute. Also keine Panik, wie Udo sagen würde. Alter. So, kann man da hoch? Jo, kann man. Sehr schön.
Ja, also die Cache, wie auch immer sie heißen, die können wir, glaube ich, vergessen halt, ne? Oder liegt hier jetzt ganz zufälligerweise eins? Nee, eher nicht so. Oh, ein Lagerfeuer. Super. Alles klar. Das hilft uns weiter. Dann haben wir die Aufnahme für heute nämlich durch. Wir gehen da jetzt noch nicht dran. Wir warten eine Sekunde. Ich will hier erstmal die Lage checken, ja. Also er will uns, dass wir da hingehen. Lara! Nein. Vom Teufel ist passiert. Dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Ja. Okay. Bin unterwegs. Machen wir, Onkel. Okay. Also, letztes Lagerfeuer für heute. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel, dein Flugzeug abstürzen lässt, das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Ah, kriegen wir alles hin. Also die nicht mehr, aber ein paar andere Sachen. Ja, okay. Nehmen wir doch. Alles klar, gepolsterter Schaft haben wir. So, und dann konnten wir uns ja noch die Fähigkeiten ansehen. Da hatten wir, glaube ich, sogar neue freigeschaltet, kann das sein? Ach ja, jetzt sind die... Erhöht die Stärke und... Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme von maximaler Munitionsmenge. Erfahrener Mörder, schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus, um größeren Belohnungen zu erhalten. Ich würde sagen, die maximale Munitionsmenge kommt danach. Okay. Okay, das hatte ich mir jetzt gerade ein bisschen anders vorgestellt, aber was halt... Alles klar, dann sind wir, glaube ich, hier fertig, ne? Mit dem Kram. Und wir können uns natürlich wieder, wir können uns auch nochmal wieder, jetzt können wir uns ja mal wieder umkleiden hier, ne? Sind ja vom kalten Berg, sind wir ja runter. Standard-Outfit, Bergsteiger-Outfit haben wir an, dann gibt es die Ingenieurin. Und dann gibt es die Meisterschützin. Ja, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Also, wir nehmen jetzt wieder das Standard-Outfit. Alles klar. Gut, Leutchen. Dann würde ich direkt sagen, dass wir für heute quasi beenden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute, der Kram. Okay, ein paar so ein, wie heißt das gleich? Tun, wo man dann ja, Quicktime-Event hatte. Was soll ich machen? Bin ich halt nicht gut drin. Ich bedanke mich jedes Mal, ich bedanke mich auch dieses Mal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, auf dass ihr euch nicht versauen lasst oder verderben lasst. Man kann immer das Beste aus allen Sachen machen und immer dran denken, Leben ist kurz, Leben ist geil. Also macht was Geiles draus. Bis dann, euer Die Shepherd 82. Ciao, ciao.